Ich dulde nicht, dass meine Tochter hier durch den Schmutz gezogen wird. Meine Tochter ist anständig. Und wenn Nicole sie nicht quasi zu dieser Party mitgeschleppt hätte, dann wäre das doch alles überhaupt nicht passiert. Clara wollte doch dahin. Und dreimal dürfen sie raten, wieso. Du verzogenes Früchtchen, du. Mit ihr rede ich schon überhaupt nicht mehr. Jetzt beruhigen Sie sich mal wieder. Vielleicht können wir uns ja weiter unterhalten. Das werden wir wohl müssen. Ich kann Ihnen nämlich auch sagen, warum Ihre Tochter unbedingt zu dieser Party wollte. Meine Tochter wollte da nicht hin. Doch, das wollte sie. Und der Grund dafür ist, dass der Schwarm ihrer Tochter diese Party ausgerichtet hat. Clara ist schon lange in Fabian Jobst verliebt. Das stimmt nicht, Mama. Was Besseres fällt Ihnen wohl nicht ein, oder? Meine Tochter interessiert sich noch überhaupt nicht für Jungs. Und wenn, dann würde ich das wissen. Woher wissen Sie denn das, dass sie sich nicht für Jungs interessiert? Wenn mir meine Tochter alles erzählt. Und mir garantiert erzählt hätte, wenn es da einen Jungen geben würde. Ich finde es ja schön, dass Sie Ihrer Tochter gerne vertrauen würden. Aber ich glaube, Sie haben überhaupt keine Ahnung, was Ihre Tochter hinter Ihrem Rücken alles treibt. Clara nutzt jede Gelegenheit, um auszubrechen. Weil Sie ihr überhaupt nichts erlauben. Ach, muss ich mich hier für meine Erziehung rechtfertigen? Nein, das müssen Sie nicht. Aber immerhin geht es hier möglicherweise um strafrechtliche Konsequenzen für meine Mandantin. Und da will ich der Wahrheit schon auf den Grund gehen. Ich habe hier wirklich keine Lust mehr auf dieses Geschwätz. Ich möchte, dass Sie Nicole bestrafen. Ich habe ihr gesagt, sie muss aufpassen und sie hat es nicht getan. Aber Sie haben ja sogar nachmittags, nachdem Sie Ihre Tochter bei der Frau Wünsche abgeliefert haben, sogar noch mal bei ihr angerufen. Genau. Und da habe ich ihr gesagt, dass Clara noch Antibiotika nehmen muss wegen ihrer Mandelentzündung und auf gar keinen Fall Alkohol trinken darf. Ich meine, für eine 15-Jährige versteht sich das ja von selbst. Aber ich dachte mir, geh auf Nummer sicher und sag's noch mal ausdrücklichst dazu. Ich weiß ja nicht, was du da fantasierst, aber von Antibiotika habe ich nie was gewusst. Natürlich hast du es gewusst. Sag mal, hast du nur einen Moment drüber nachgedacht, dass Clara hätte tot sein können? Eine 15-Jährige und Antibiotika. Und nur weil du dir irgend so einen Typen mit nach Hause schleppen musst, überlässt du Clara ihrem Schicksal. Aber woher soll ich denn wissen, dass sie sich hinter meinem Rücken aus dem Haus rausgeschlichen hat? Mir hat sie versprochen, dass sie daheim bleibt und Video guckt. Vielleicht solltest du mal begreifen, dass man Kinder beschützen muss und dass man auf Kinder aufpassen muss und sie nicht einfach ihrem Schicksal aber überlassen du darf. Du kannst sie doch nicht vor ihren eigenen Erfahrungen bewahren. Sieht man, was dabei rauskommt. Eine Lungenentzündung, eine Alkoholvergiftung, ein Kieferbruch. Clara war auf der Intensivstation und hat noch Glück gehabt. Wie meinen Sie das? Überlegen Sie doch mal. Eine 15-Jährige nachts alleine auf der Straße. Wenn da irgend so ein Perverser vorbeigekommen wäre, der hätte doch sonst was mit ihr machen können. Oh, Sie übertreiben einfach mal wieder maßlos, okay? Wenn Sie mit Ihrer Tochter normal über sowas reden würden und ihr Vernunft beibringen würden und Verantwortung, dann würde das überhaupt nicht sowas entstehen erst. Naja, Jasmin, so einfach ist es wohl auch nicht, oder? Ja, na klar. Ich meine, ich war in dem Alter auch alleine unterwegs und mir ist auch nichts passiert. Und mein kleiner Bruder schafft das auch, ohne dass er gekidnappt wird. Naja, aber die Angst einer Mutter kann man da, glaube ich, schon verstehen in dem Zusammenhang. Es ist auch nur ein Unterschied, ob Junge oder Mädchen, würde ich auch mal sagen. Ich denke auch nicht, dass man als 15-Jährige grundsätzlich solche Situationen wirklich richtig einschätzt. Genau. Noch weitere Fragen? Keine. Nehmen Sie mal bitte hin, Platz, Sie bleiben unvereidigt. Dankeschön. Fabian Jobst, bitte. Fabian, nehmen Sie mal bitte hier Platz. Sie wissen, dass man als Zeuge vor Gericht natürlich die Wahrheit sagen muss. Sie sind alt genug, um bestraft zu werden, wenn Sie was Falsches sagen. Ja, selbstverständlich. Sie heißen Fabian Jobst, 17 Jahre alt. Sie wohnen in Vierkirchen. Sie sind natürlich ledig. Sie sind Schüler, nicht verwandt oder verschwägert mit der Frau Wünsche. Nein. Fabian, bei Ihnen hat ja am Abend des 21. Juni eine Party stattgefunden. Ja, das stimmt. Meine Eltern waren in Holland und habe ich eben ein paar Kumpels eingeladen. Es wäre alles ein total gechillter Abend gewesen, wenn Clara nicht so zu gewesen wäre. Hatten Sie die Clara denn auch eingeladen? Ja, nein, eben nicht. Ich hatte eigentlich extra nur Ältere eingeladen, weil ich genau gewusst habe, dass meine Freunde sich nicht so abschießen. Aber wie es halt so ist, es hat sich eben die Party rumgesprochen. Da waren auch Jüngere da und eben auch Clara. Na, haben Sie denn dann mitbekommen, wann und mit wem die Clara gekommen ist? Ja klar, Frau Wünsche hat sie so um 7 abgeliefert. Ach, Fabian, lüg doch nicht. Hä, ich lüg doch nicht. Jawohl, du willst Clara ja nur beschützen. Warum soll ich denn Clara beschützen? Sie hat mir voll den Ärger gemacht. Wegen ihr ist das Ganze aufgeflogen. Wegen ihr bekomme ich kein Taschengeld mehr und ich darf nie wieder eine Party machen. Hast du mitbekommen, wie viel die Clara auf der Party getrunken hat? Nee, ich hatte eigentlich nur den ganzen Tag mit meinen Leuten zu tun. Ich bin so um 1 Uhr raus in den Garten, da habe ich Clara gesehen. Ich habe mir einfach gedacht, Mensch, Mädel, warum schießt du dich so ab bei meiner Party? Sie wäre echt total besoffen. Das heißt? Ja, sie konnte nicht mehr richtig stehen. Sie ist nur so vor sich hingestolpert und reden konnte sie auch nicht mehr. Ich glaube, sie hat mich gar nicht wahrgenommen. Und was wollte die Clara draußen im Garten? Keine Ahnung, das war sie in dem Zustand nicht mehr rauszubringen. Mhm. Ich habe es doch gar nicht probiert, das war mir viel zu blöd. Ich wollte mir noch keine Sorgen machen wegen ihr. Mhm. Das war meine Party. Naja, und dann kam auch schon Frau Wünsche. Woher kam die Frau Wünsche? Keine Ahnung, die kam da am Gartenzaun lang gelatscht. War sie allein?
Ja, sicher. Mhm. Sie wissen ganz genau, dass meine Mandantin mit Stefan Mein unterwegs war. Und der Zeuge kommt nachher noch, der wird das auch hier bestätigen. Ganz ehrlich, keine Ahnung, was Sie sich da ausgedacht haben. Ich habe ihn nicht gesehen und ich habe Seeschäfer 1,0. Mhm. Aha. Und haben Sie sich mit der Frau Wünsche am Gartenzaun unterhalten? Ja, natürlich. Ich bin gleich zu ihr hin und habe ihr gesagt, sehen Sie, Clara ist völlig besoffen. In dem Moment haben wir auch gesehen, wie sie Richtung Teich getorkelt ist. Dann habe ich auch noch gemeint, dass sie Clara bitte einpacken soll. Konnte die Frau Wünsche den Teich denn auch sehen? Ja, natürlich. Der Teich ist klar sichtbar. Sie hat genau gesehen, wie Clara dahinter getorkelt ist. Ich habe zu ihr noch gesagt, sehen Sie, Clara ist völlig besoffen. Und sie hat nur so gemeint, du bist du immer so spießig, wenn du geheime Partys veranstaltest. Dann habe ich ihr nur gesagt, dass ich es besser finde, wenn sie Clara jetzt mitnehmen würde, bevor noch ein Unglück passiert. Und dann kam eben Marie. Ja, Marie Kirchner, die haben wir ja nachher noch als Zeugin geladen. Ja, die Marie, die hat mich dringend reingeholt. Irgendjemand hat an der Anlage von meinem Vater zu schaffen gemacht. Ja, und als ich 10 Minuten später wieder hinausgegangen bin, um nachzuschauen, da waren beide weg. Und da habe ich eben gedacht, dass Frau Wünsche Clara doch mitgeschleppt hat. Und Sie haben nicht draußen noch mal nach Clara gesucht? Nein, warum denn auch? Also ich habe gedacht, dass sie weg wären. Ich bin wieder reingegangen, habe versucht, den Abend weiterhin zu genießen. Naja, als ich so eine Dreiviertelstunde später mit einem Kumpel wieder rausgegangen bin, haben wir Clara gesehen. Und wo war die? Sie hat im Teich gelegen, halb in den Teich auf den Steinen. Was haben Sie dann gemacht? Wir haben Schock bekommen, wir haben sie rausgezogen. Sie hat geblutet und war bewusstlos. Ich bin direkt zu Frau Wünsche gesprintet und habe geklingelt. Ich habe gehofft, sie kann helfen. Ja, warum haben Sie denn nicht sofort den Notarzt gerufen? Was hätten Sie denn im Moment gemacht? Ich hatte Schock. Sie hat nämlich Schiss, dass ihre Party auffliegt. Stimmt's? Ja. Sie wussten genau, dass es Riesenärger mit ihren Eltern gibt. Ja, okay. Ich gebe es ja zu, es war nicht okay. Aber ich wollte ihr doch helfen, ich bin nur zu Frau Wünsche gerannt. Mhm. Weißt du was? Du lügst hier nur rum, damit du und Clara ungeschoren davonkommen. Was wollen Sie denn von mir? Ich verstehe das nicht. Was ist denn los? Du und Clara, ihr seid ein Liebespaar. Und du weißt genau, wenn hier die ganze Wahrheit rauskommt, dass Clara richtig Ärger von ihrer Mutter bekommt. Und die erste Strafe, die wäre bestimmt Hausarrest. Und das bedeutet für euch beide, dass ihr euch nicht mehr sehen könnt. Ja, aber so ist es einfach nicht. Was war das denn? Da können Sie mal ein bisschen ruhig sein auf der Zeugenbank da hinten. Da hörst du's, du störst. Und jetzt noch mal zum Mitschreiben. Ich hab keine Blasenentzündung. Clara, mir läuft nichts. Ich muss einfach nur aufs Klo. Und wenn du mich nicht gleich gehen lässt, passiert ein Unglück. Also, Entschuldigung, Herr Richter. Ja, also, beantworten Sie doch mal die Frage. Wenn es die Wahrheit ist, dass Clara sich auf diese Party geschlichen hat, würde sie damit Ihnen Ärger kriegen oder nicht? Können Sie aber Gift drauf nehmen und was es für Ärger gegeben hätte. Mhm. Aber da muss ich mir nicht eine Sekunde drüber Gedanken machen, weil das völliger Unfug ist. Mhm. Entschuldigung, ich glaube, das ist das Handy von meiner Tochter. Könnt ihr den Ton vielleicht irgendwie abstellen? Also ich kann ihn normal beteuern. Zwischen Clara und mir lief noch nie was und es wird auch nie was laufen. Ich frage mich allerdings, warum ihr ganz zufällig in der Schule in der gleichen Theatergruppe seid. Jasmin, vielleicht, weil wir beide Theater spielen wollen? Nee, ganz bestimmt nicht. Natürlich. Sondern weil ihr so unter einem Vorwand Zeit miteinander verbringen könnt. Was habt ihr denn mit mir und Clara? Und zwischen uns läuft's nicht. Verstehen Sie das nicht? Mama, was machst du da? Das ist mein Handy. Das geht dich gar nichts an. Das besprechen wir später, mein Fräulein. Frau Brandstätter, ich hab's Ihnen gerade eben gesagt. Könnten Sie bitte da hinten auf der Zeugenbank ruhig sein? Aber ich wollte es doch nur ausmachen. Uiuiui, was ist denn da so Wildes drauf, dass ihr beide so ausflippt? Das geht dich überhaupt nichts an und du gib mir jetzt sofort das Handy wieder. Ich würde einfach mal sagen, Volltreffer. Also entweder sind da irgendwelche illegalen Gewaltvideos drauf oder irgendwelche schmalzigen Liebesschwüre von Fabian. So, jetzt ist mal aber mal Ruhe da hinten, bitte, Herr Verbandmeier. Ich hab's Ihnen jetzt ein paar Mal gesagt. Das ist doch mein Handy. Das ist schon mal im Taschengeld. Also, wenn es nicht ihres ist, dann geben Sie es doch einfach Ihrer Tochter wieder. Das darf sie mir doch nicht einfach wegnehmen, oder? Und sie darf auch nicht meine SMS lesen, oder? Aber die SMS ist zufällig aufgegangen. Und wenn ich so eine SMS lese, dann ist es doch nur logisch, dass ich weitersuche. Ich meine, wenn ich nicht aufpasse, ist meine Tochter nach einer schweren Alkoholvergiftung auch gleich noch schwanger. Hast du die SMS von Bea gelesen? Durch Zufall. Doch Zufall, dass ich nicht lache. Ich glaube nicht, mein Fräulein, dass du irgendeinen Grund hast, dich hier aufzuregen. Wenn, dann wohl ich. Du belügst mich hier. Ja, warum muss ich dich denn immer anlügen und alles heimlich machen? Weil du immer gleich den Teufel an die Wand malst. Wie bitte? Hör mal, du wärst nicht die erste 15-Jährige, die ungewollt schwanger wird. Ich werde aber nicht schwanger, verdammt nochmal. Aber ich kann doch nicht zulassen, dass du dich mit dem Jungen da alleine in der leeren Wohnung triffst. Du weißt doch überhaupt nicht, was der dort mit dir macht. Also mich interessiert jetzt überhaupt nicht, was in der SMS gestanden ist. Das ist befahrt, das hat auch nichts mit der Verhandlung zu tun. Aber was scheinbar jetzt im Moment schon aus dieser SMS hervorgeht, das frage ich besser indirekt. Stimmt das? Bist du mit der Clara zusammen? Muss die Wahrheit sagen, ja? Muss, ja. Clara, es tut mir leid. Ja, ich bin mit Clara zusammen. Und sie bedeutet mir was, deswegen habe ich für sie gelogen.
Aber der Rest ist nicht aus der Luft gegriffen. Der Rest ist Wahrheit, ich schwör's Ihnen. Wirklich. Das würde ich an deiner Stelle jetzt auch behaupten. Aber zum Glück kommt ja noch ein Zeuge, der das Gegenteil bestätigen wird. Also jetzt klären wir das erstmal klarer. Erneut, du musst auch die Wahrheit sagen, dich selbst nicht belasten. Stimmt es? Seid ihr zwei zusammen? Ja. Und warum hast du es bisher verschwiegen? Ja, wegen meiner Mama. Sie sehen ja, wie die austickt. Und dabei machen Fabian und ich gar nichts Schlimmes. Und schwanger werde ich sicher auch nicht. Naja, das hoffe ich mal für dich. Und sonst mit deiner Aussage? War das alles richtig oder hast du sonst auch noch irgendwo gelogen? Nein, also ich wollte schon wegen Fabian auf diese Party, aber hätte Nicole mich da nicht hingebracht, wäre ich da nie hingegangen. Und sonst habe ich die Wahrheit gesagt, ehrlich. Naja, das haben wir schon gerade eben mal gehört. Naja, schauen wir mal. Noch jemand Fragen an den Fabian? Nein. Danke. Fabian, oder gibt es bei Ihnen noch was zu berichtigen? Nein. Sonst hat alles so gestimmt. Ja. Dann nehmen Sie auch mal bitte hin, Platz, Sie bleiben unverheiligt. Stefan Main, bitte. Herr Main, guten Tag. Kommen Sie mal bitte hier nach vorne, nehmen Sie bitte Ihren Platz. Zunächst mal muss ich Sie belehren. Als Zeuge vor Gericht müssen Sie natürlich die Wahrheit sagen, sonst würden Sie sich strafbar machen. Ja, das weiß ich. Sie heißen Stefan Main, 27 Jahre alt. Sie wohnen in Vierkirchen. Sie sind ledig. Sie sind Starkstromelektriker. Verwandt oder verschwägert mit der Angeklagten sind Sie nicht. Mhm. Herr Main, es geht heute um die Nacht vom 21. auf den 22. Juni 2006. Da soll die Angeklagte am Grundstück der Familie Jobst vorbeigekommen sein und soll dort die betrunkene 15-jährige Clara sich selbst überlassen haben, obwohl sie erkannt haben soll, dass da was hätte passieren können. Ja? Ja, das weiß ich. Aber ich kann Ihnen definitiv sagen, dass Nicole die Clara nicht einmal die Nacht gesehen hat. Und wieso? Weil wir gemeinsam von dem Feuerwehrfest nach Hause gegangen sind. Und da sind wir unmittelbar an dem Grundstück der Familie Jobst vorbeigekommen. Und da war absolut niemand im Garten. Überhaupt gar niemand? Nein, da war niemand im Garten. Ich meine, ich habe nicht mal gemerkt, dass da eine Party überhaupt war. Es war nach außen echt alles relativ ruhig. Ich meine, okay, wahrscheinlich wollten die Kids auch nicht erwischt werden mit ihrer Mucke. Und wann sind Sie da gemeinsam an dem Grundstück vorbeigelaufen? Das war so gegen 1 Uhr nachts. Los, Fabian, jetzt kannst du dich mal nützlich machen. Sag was dazu. Ja, das kann gar nicht sein, weil ich um 1 mit Frau Wünsche geredet habe. Wann? Ja, so um 1. Ja, das kann absolut nicht sein. Ja, natürlich. Ich bin mit Nicole Arm in Arm am Gartenzaun vorbeigegangen. Und da habe ich weder dich gesehen, noch die Clara. Weiß nicht, ob Sie es wissen, aber es gibt noch eine Zeugin, die die Version von Fabian Jobst bestätigen kann. Gibt's. Und die Zeugin hat auch die Angeklagte allein mit dem Fabian Jobst am Zaun gesehen. Ich habe keine Ahnung. Sie lügen, Herr Main. Ich habe keine Ahnung, wenn Sie lügen, was gesehen Herr Main. Weiß ich, für eine Liebesnacht mit der Angeklagten revanchieren wollen. Herr Main, hören Sie zu. Definitiv nicht. Hören Sie zu, die Sache rentiert sich nicht, dass Sie hier lügen. Das weiß wenn Sie vereidigt werden, bleiben Sie da, wissen Sie das? Das weiß ich. Dann baue ich Ihnen vielleicht noch mal eine Brücke. Gerne. Vielleicht haben Sie nur das eine oder andere Detail vergessen. Dass Sie zum Beispiel, während Sie mit der Angeklagten zum Grundstück der Jobst gegangen sind, vielleicht austreten mussten oder schnell zum Zigarettenholen gegangen sind. Und dass Sie da die Nicole Wünsche alleine gelassen haben in dieser Zeit. Und jetzt überlegen Sie ganz genau, was Sie sagen. Nein, ich hatte die ganze Nacht wirklich nur Augen für Nicole. Da hat mich absolut nichts anderes interessiert. Das mit den Zigaretten, das kann falsch stimmen. Als ich bei Frau Wünsche Sturm geklingelt habe, da konnte ihr Freund noch nicht kommen. Sie hat gesagt, er soll mitkommen, aber er konnte noch nicht, weil er seine Zigaretten gesucht hat. Er hat nur gesagt, verflixt, die habe ich doch eben erst gekauft. Sind Sie, Herr Main? Jetzt frage ich Sie noch mal, war es so, Herr Main? Haben Sie Zigaretten für die Liebesnacht gekauft und haben deswegen die Angeklagte, die Frau Wünsche, für kurze Zeit allein gelassen? Liebesnacht, Herr Main? Liebesnacht. Ich meine, die Nacht war ganz nett. Also, aber auch Moment, jetzt lenken Sie gerade mal ab. Es geht darum, ob Sie mitbekommen haben, was da am Gartenzaun sich abgespielt hat. Und ich erinnere Sie jetzt noch mal daran, dass Sie die Wahrheit sagen müssen. Ja, und Falschaussagen werden wirklich schwer bestraft. Da hat sich schon mancher im Nachhinein gewundert. Und jetzt frage ich Sie noch mal, waren Sie die ganze Zeit ununterbrochen mit Nicole Wünsche zusammen? Nein. Ja, ich hab Zigaretten geholt. Und ist die Nicole Wünsche deswegen allein da am Grundstück der Jobst vorbei? Ja. Und wieso haben Sie das sowohl bei der Polizei als auch hier bis jetzt verschwiegen? Weil ich die Nicole schützen wollte. Ich wollte ihr helfen. Sag mal, spinnst du? Wie kannst du Nicole so in den Rücken fallen? Wieso falle ich denn in den Rücken? Ich erzähle doch nur die Wahrheit. Ich erzähle genau das, was Nicole mir erzählt hat. Und zwar, dass sie die Clara nicht gesehen hat in der ganzen Nacht. Natürlich hat sie Ihnen das erzählt, damit sie einen hat, der für sie lügt. Für meine Schwester muss niemand lügen, okay? Meine Schwester kann überhaupt nichts dafür, dass Clara sich so abgeschossen hat und dass sie in den Teich gefallen ist. Also, wenn ich mir die Angeklagte jetzt so ansehe, kann ich mir schon vorstellen, dass Sie die Clara doch in der Nacht gesehen haben, Frau Wünsche. Frau Wünsche, wollen Sie uns noch was sagen? Ja,
Ich meine, ich habe nicht nachgedacht. Wann haben Sie nicht nachgedacht? An dem Abend, als ich Clara in dem Garten gesehen habe. Haben Sie gesehen, wie betrunken die Clara war? Ich dachte halt, sie hat ein bisschen was intus, aber dass es so schlimm ist... Ich dachte, für ein 15-jähriges Mädchen wäre das völlig normal, die sonst nie was darf. Du willst mir jetzt nicht erzählen, dass du sie doch gesehen hast, oder? Ja, aber ich dachte, das Einzige, was passieren kann, ist der heftige Kater am nächsten Morgen. Auch wenn ich den Teich gesehen habe. Ich dachte nicht, dass sie da reinfällt. Das ist wirklich das Allerletzte. Clara hätte tot sein können. Ja, ich mache mir doch auch Vorwürfe, Elke, dass ich nichts unternommen habe. Aber du wusstest, dass sie Antibiotika nimmt. Du wusstest, in welcher Gefahr sich Clara befand. Das wusste ich wirklich nicht. Hör auf zu lügen. Ich hab's dir gesagt am Telefon. Ja, das kann sein, aber ich habe ab und zu den Hörer weggelegt. Wieso denn das? Ja, weil Elke mich so genervt hat. Sie ist so ein Control-Freak. Und sie hat mir halt gesagt, was Clara darf und was sie nicht darf. Und dann haben die beiden Mädels mich noch abgelenkt. Und naja, dann habe ich den Hörer ab und zu nur aufgenommen und gesagt, ja, Elke, ist klar. Ich habe einfach nicht zugehört. Ich fasse es nicht. Also jetzt bringen wir das Ganze doch mal auf den Punkt. Sie waren am Gartenzaun, Sie haben gesehen, dass sie betrunken ist, Sie haben den Teich gesehen. Wie war das abends? Haben Sie es jetzt wirklich selber da zur Party gebracht? Ja, das ist alles so, wie Clara gesagt hat. Sie hat mir halt erzählt, wie verliebt sie in den Fabian ist und dass sie bei Elke nichts darf. Da hat sie mir eben leid getan. Jasmin? Dann war es nicht so, wie Sie es gesagt haben. Hm? Auch erneute Belehrung, Sie müssen die Wahrheit sagen, sich selber nicht belasten, auch Angehörige nicht belasten. Haben Sie gelogen, hm? Ich weiß. Ich wollte Nicole helfen. Und ich hätte auch ehrlich gesagt nicht gedacht, dass du sie da wirklich gesehen hast an dem Abend. Die Aussagen abgesprochen? Nein, gar nicht. Also haben wir wirklich nicht. Aber ja, Nicole meinte halt auch erst zu mir, ich soll die Wahrheit sagen. Aber keine Ahnung, ich hatte halt ein schlechtes Gewissen und so. Weil ich hätte einfach zu dieser scheiß Party mitgehen sollen. Dann wäre das alles nicht passiert. Ich fand es aber außerdem einfach nur mega dreist, wie Clara das Vertrauen von meiner Schwester missbraucht hat. Gut, da kommen wir gleich dazu. Noch Fragen hier an den Herrn Main. Danke. Ist, glaube ich, für alle gut, dass Sie noch die Wahrheit gesagt haben. Nicht zuletzt für Sie selbst natürlich, ja? Sonst säßen Sie als Nächster da. Also, schon alles richtig gemacht am Ende. Also nehmen Sie den Platz, Sie bleiben unvereidigt. Auch die Jasmin Wünsche bleibt unvereidigt. Ja, die Zeugin Kirchner müssen wir dann gar nicht mehr vernehmen, nehme ich mal an, oder? Wird verzichtet, nehmen wir so zu Protokoll. Frage an Sie noch, was verdienen Sie denn so netto im Monat im Gartencenter arbeiten Sie? 1200 Euro. Unterhaltspflichten haben Sie ja keine. Ja? Nein. Ja. Bundeszentrale ist das ohne Eintrag, also bisher sind Sie nicht vorbestraft. Noch irgendwelche Anträge oder Erklärungen? Keine. Dann schließe ich hiermit die Beweisaufnahme. Herr Staatsanwalt, Ihr Plädoyer bitte. Hohes Gericht, Frau Verteidigerin. Es ist völlig richtig, das Gesetz regelt im Wesentlichen nichts anderes in Bezug auf Kinder, dass es diese Kinder dem Erziehungsrecht der Eltern unterstellt, und zwar in den Grenzen des Kindeswohls. Das heißt, die Eltern können zum Wohle des Kindes hauptsächlich bestimmen, bis dieses volljährig ist. Und genau dieses elterliche Erziehungsrecht, meine liebe Frau Angeklagte, Frau Wünsche, war Ihnen übertragen worden für diesen Abend mit der Maßgabe, dass die Tochter das Mädchen zu Hause zu bleiben hat, weil es ist sogar begründet worden, Medikamente genommen hat, weil es deswegen nicht irgendwo hingehen sollte, wo es einer jugendtypischen Gefahr wie Alkohol trinken und so weiter ausgesetzt ist. Und genau dieses Erziehungsrecht, das Ihnen übertragen wurde, das haben Sie gebrochen. Sie haben auch nicht entsprechend den Weisungen der tatsächlich erziehungsberechtigten Mutter gehandelt, sondern Sie haben nachlässig gehandelt. Und Sie waren ein Garant aufgrund dieses Erziehungsrechts für diesen Abend, dass dem Kind nichts passiert. Und Sie haben es unterlassen, über das Kind die entsprechende Sorge walten zu lassen. Das ist Ihr strafbares Handeln. Und durch Ihr Unterlassen ist das Kind letztlich auch verletzt worden. Näheres wird das Gericht hier sicherlich dazu ausführen. Sie sind deshalb entsprechend der Anklage schuldig zu sprechen. Ich beantrage eine Geldstrafe von 60 Tagessätzen entsprechend den Vermögensverhältnissen und die Kosten des Verfahrens aufzuerlegen. Dankeschön, Herr Staatsanwalt, Frau Verteidigerin. Hohes Gericht, Herr Staatsanwalt. Allein die Tatsache, dass meine Mandantin entgegen der Absprache mit Frau Brandstätter am Tatabend nicht zu Hause sitzen geblieben ist und auf Clara aufgepasst hat, macht sie noch nicht zu einer Straftäterin. Für den Unfall,
der Clara widerfahren ist, hat sie sich nicht zu verantworten. Und ich will Ihnen auch sagen, warum. Meine Mandantin hat hier glaubhaft bekundet, dass sie nicht gewusst hat, dass Clara Antibiotika genommen hat. Sie hat auch nicht bemerkt, wie hochgradig der alkoholisierte Zustand von Clara war. Sie hat nur gedacht, sie hat einen über den Durst getrunken. Aber eine Gefahr für Clara hat sie nicht erkannt. Denn hätte sie eine Gefahr für Clara erkannt, sie hat ja den Teich gesehen, hat meine Mandantin ja selber gesagt, dann hätte sie natürlich Clara mit nach Hause genommen oder sofort ärztliche Hilfe herbeigeholt. Und weil sie diese Gefahr nicht erkannt hat, hat sie sich auch hier nicht strafbar gemacht. Ich beantrage, meine Mandantin freizusprechen. Dankeschön, Frau Verteidigerin. Frau Wünsche, Sie haben nun beide Anträge gehört. Sie können sich selbst noch verteidigen und Sie haben das letzte Wort. Ja, also ich kann wirklich nur sagen, das tut mir alles so leid. Dann verkünde ich das Urteil nach einer kurzen Unterbrechung. Im Namen des Volkes verkünde ich folgendes Urteil. Die Angeklagte Nicole Wünsche ist schuldig der fahrlässigen Körperverletzung durch Unterlassen, Paragraphen 229 und 13 Strafgesetzbuch. Sie wird deshalb zu einer Geldstrafe von 40 Tagessätzen zu je 40 Euro sowie zu den Kosten des Verfahrens verurteilt. Nehmen Sie bitte Platz. Da haben Sie ja einige Fehler gemacht an dem Abend. Erstmal haben Sie der Frau Brandstätter nicht richtig zugehört und deshalb die Gefahr von den Antibiotika in Verbindung mit Alkohol natürlich so nicht erkannt. Dann haben Sie die Clara abredewidrig zu einer Party gebracht. Das ist nicht in Ordnung, aber noch nicht strafbar. Und es frage ich, ob Sie verurteilt worden wären nach dem Motto, hätten Sie da nicht hingebracht, hätte sie sich nicht so betrunken. Aber nachts am Zaun. Da haben Sie gesehen, die Clara war stark alkoholisiert. Da haben Sie gesehen, haben Sie zugegeben, da ist ein Teich da. Und dann kam der Fabian noch zu Ihnen und hat gesagt, hoho, da geht's nicht gut, nehmen Sie bitte mit nach Hause. Und da war Ihnen Ihre romantische Nacht wichtiger als das Wohl von der Clara. Und so sah sie am Ende aus. Das war lebensgefährlich, ja. Sie hatten die Pflicht übernommen, sie an dem Tag zu behüten. Und aus der ersten Pflichtverletzung, dass sie nämlich dahin gebracht haben zur Party, ergibt sich noch ein viel höheres Maß, eine höhere Pflicht, sie dann von Schaden zu bewahren, ja. Und wenn sie dann erkennen, das ist gefährlich, dann müssen sie sich einfach um sie kümmern. Liebesnacht hin oder her. Und wenn Sie sagen, Frau Verteidigerin, sie hat es nicht bemerkt, mag ja sein, sonst wäre es auch vorsätzlich gewesen. Aber sie hätte es merken müssen, dass da eine große Gefahr ist. Und das ist der klassische Fahrlässigkeitsvorwurf. Dazu kommt natürlich, und deswegen 40 Tagessätze Geldstrafe, dass Sie Ihre Aufsichtspflicht ganz bewusst verletzt haben, als Sie sie da überhaupt hingebracht haben. Auf der anderen Seite sehe ich schon Ihr Geständnis, das meiner Meinung nach von ehrlicher Reue getragen ist. Sie sind nicht vorbestraft. Deshalb meine ich, sind 40 Tagessätze Tat und Schuld angemessen. 40 Euro ist schlicht das, was Sie am Tag verdienen. So kommen wir insgesamt auf 1.600 Euro. Gegen dieses Urteil kann innerhalb einer Woche Berufung oder Revision eingelegt werden. Jasmin, Sie haben zwischendrin einen schönen Satz gesagt. Niemand muss lügen für meine Schwester. Und wer hat's getan? Sie haben es getan und Sie werden deshalb auch vom Herrn Staatsanwalt hören. Frau Brandstätter, es steht wirklich niemandem zu, sich in Ihre Erziehung einzumischen. Ganz offensichtlich ist aus Ihrer Tochter ja insgesamt was Ordentliches geworden. Aber erwachsen werden ist dann doch was anderes und was sehr Komplexes, wenn die Kinder mal älter werden. Und da müssen Kinder auch mal alleingelassen sein dürfen. Da müssen sie auch mal auf eine Party gehen können. Und zwar nicht erst, wenn sie 18 sind, denn sonst ist die Gefahr groß, dass sie dann alles nachholen wollen und dass dann irgendwann der Horizont auf die Größe eines Bierdeckels schrumpft. Für heute ist die Hauptverhandlung geschlossen. Jasmin Wünsche wurde wegen uneidlicher Falschaussage zu 50 Stunden gemeinnütziger Arbeit verurteilt. Stefan Mein wurde wegen versuchter Strafvereitelung zu einer Geldstrafe von 50 Tagessätzen zu je 70 Euro, also insgesamt 3.500 Euro verurteilt.